Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth, immer noch in der Savior, but weil uns immer noch ein paar Challenges fehlen. Und zwar haben wir beim letzten Mal die Friendly Neighborhood Spider-Man Challenge gemacht und deswegen können wir diesmal die Go Ninja Challenge machen. Oh, wir werden ein kleiner Ninja, das ist sogar die 13. Challenge. Bin ich mal gespannt. Ninja stelle ich mir auf jeden Fall Wurfsterne vor. Und wir haben... Geil. Oh, das ist wirklich... Geil, guck mal, wir können einfach einmal schießen und dann kommen da gleich ganz viele Messer raus. Okay, wir sind ein wahrer Ninja. Wir haben die Sojamilch, dazu halt das Schlüsselschwert auf jeden Fall. Geilomatico, dann haben wir Brimston. Ach, das ist Brimston. Das Messer mit Brimston macht, dass das so oft kommt. Ah, das ist nice. Okay, geil. Und es ist halt sofort aufgeladen wegen der Sojamilch. Dann haben wir diese Tränenbomben, dann haben wir noch die Kohle. Die bringt aber, glaube ich, gar nichts mit Brimston. Das ist einfach nur, damit wir so komisch schwarze, damit wir ein echter Ninja sind. Und haben wir noch was? Wir haben noch das Jumpbuch. Oh, das ist natürlich auch cool. Oh ja. Yeah, jetzt sind wir ein echter Ninja. Guck mal, das passt sogar. Dieser Skin passt so richtig gut dazu. Okay, nice. Geil. Okay, und wir haben noch eine Telepille. Die können wir auf jeden Fall auch gut einsetzen. Und... ja, so wenig Schaden machen wir gar nicht. Dafür, dass wir eigentlich ja Sojamilch haben. Okay, wir töten die alle mit unseren Wurfstern. Easy. Das einzig Doofe ist, dass wir nur schwarze Herzen haben und ich eben schon ein halbes verloren habe. Das ist eher weniger cool. Aber wir können eigentlich allen möglichen Zeug ausweichen mit unserem Sprung. Das ist hingegen wieder recht gut. Wir sind ein Ninja. Habt Angst vor uns. Zack. Frage ist nur, ob wir nur schwarze Herzen haben können oder ob wir auch rote Herzen haben können. Wäre blöd, wenn wir nur rote Herzen haben könnten. Aber das werden wir bestimmt noch irgendwann sehen. Wir werden ja hoffentlich wenigstens ein Lebensupgrade irgendwann mal bekommen. So, da können wir sogar tatsächlich rein, weil wir halt die Telepille haben. Oh. Können wir uns gar nicht leisten. Aber eigentlich wäre das schon cool. Naja, egal. Gehen wir raus. Jetzt haben wir den ersten Boss verpasst. Oh nein, dafür kriegen wir aber Damage ab. Damage bringt uns jetzt nicht so viel, weil wir halt die Sojamilch haben. Und ist halt blöd, dass wir jetzt den ersten Boss ausgelassen haben. Aber okay. Was soll man machen? Hä? Ach, den Skin hat man von Anfang an. Ist das nicht dieser... Das ist doch aus einer anderen Mod, oder nicht? Das ist doch dieser Seelenlose. Oder wie die heißen. Diese Schatten aus Kingdom Hearts. Ich dachte, ich hätte den Skin einfach nur so reingepackt. Ah, das ist wahrscheinlich der Black Judas. Stimmt, den habe ich ausgetauscht. Deswegen sehen wir so cool aus. Yeah. Und das Gute ist, wir können einfach weghüpfen, wenn uns irgendwie Gegner zu nahe kommen, weil wir sind ein echter Ninja. Was willst du tun? Ich bin ein echter Ninja. So. So, die haben wir auch easy getötet. Kriegen sogar einen Schlüssel, das ist schön. Haben wir die quasi umsonst geöffnet, die Truhe. Da kommen wir auch ohne Schlüssel rüber, eigentlich, wenn wir mal ein bisschen Glück haben. Hallo? Genau, eigentlich müsste das gehen. Wollte schon sagen. So. Und die Menge macht's halt. Die Menge macht, dass wir echt guten Schaden machen, eigentlich. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir jetzt diesen Totenschädel aufhaben. Dadurch sind wir jetzt kein echter Ninja mehr, nur noch, wenn wir hüpfen. Aber gut. Vielleicht sind wir auch einfach einen Rang aufgestiegen. Ja, wir sind einen Rang aufgestiegen in unserem Ninja-Dasein. Deswegen dürfen wir jetzt so eine weiße Robe tragen. Wir müssen nicht mehr darauf achten, dass wir nicht entdeckt werden, weil wir sowieso alles töten. Haha. So. Da haben wir zumindest den Boss. Es gibt keine goldenen Räume. Das heißt, nach dem müssen wir gar nicht erst suchen. Ninja. Ja, doch. Ist ganz cool. Also die Challenge gefällt mir sogar vom Aufbau her sehr gut. Die macht Spaß. Und wir kriegen Aqua-Dingens. Wie heißt das? Aquarius. Tale of Tears. Können wir uns leider alles nicht leisten, weil wir sonst null Leben hätten. Und null Leben zu haben ist nicht so ganz cool. Sonst hätte ich mir dieses Humble-Bundle-Ding geholt. Und ich hätte jetzt gerne noch einen Schlüssel. Weil da eine goldene Truhe ist. Irgendwo kriegen wir einen Schlüssel her. Irgendwo. Oh, wow, nee. Nee, geh weg. Hilfe. Oh, nein. Da sterben wir. Oh. Nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Warum haben wir da jetzt so viele Leben verloren? Uncool. Aber an sich haben wir ganz schön viel... Are you a Wizard? Macht, glaube ich, nichts, ne? Bad Gas. An sich haben wir ganz schön viele Münzen. Also, wenn hier irgendwo ein Shop wäre, in dem wir... Okay, danke. So, was habe ich gesucht? Indem wir irgendwie ein blaues Herz haben, dann wäre das schon ganz cool.
Da haben wir wieder so einen Stachelraum. Da gehen wir sogar rein. Jo, hat sich, glaube ich, gelohnt. Ah, das wäre jetzt schon unser zweites Gabi-Item eigentlich. Ist die Frage, will ich den Kopf mitnehmen? Eigentlich brauchen wir den Kopf nicht, nee. Wir nehmen unser How-to-Jump-Buch mit, das ist eigentlich ganz witzig. So. Hat was. Ich mag das... Oha. Ich mag das Jump-Buch. So. Und die Fliegen brauchen wir halt echt nicht, weil wir machen eigentlich genug Schaden. Das sollte lagen. Ja, schade, dass wir jetzt den Gabis Kopf nicht mitnehmen konnten. Nicht Gabis Kopf, sondern Gabis Paw vom Anfang. Das ist ein bisschen traurig, aber wir kriegen hier unsere Schlüssel immerhin. Das heißt, wir können auch gleich nochmal die goldene Truhe öffnen und sind dann glücklich. So. Wir sollten auch recht schnell sterben. Jo. Perfekt. Okay. Hat sich aber nochmal gelohnt, dahin zu gehen. Da hüpfen wir zurück. Hüpfidi, hüpfidi, hüpf, hüpf, hüpf. Wie weit der manchmal springt, ist echt unglaublich. So, mehr gab es hier, glaube ich, nicht. Wir könnten hier natürlich noch die Pilze aufsprengen. Das machen wir mal kurz. Leider nichts drin, aber die Kiste holen wir uns noch. Okay. Haben quasi eine kostenlose Bombe bekommen. Ist doch auch schön. Moment, das sprengen wir mal kurz. Ich glaube, die drei Dinger hier unten auch nochmal. Okay, nur ein rotes Herz. Ein Baby. Nice. Immerhin ein bisschen mehr Schaden. Habe ich nichts gegen. Und dann ab in die nächste Ebene. Das einzige Schlechte ist halt, dass wir nicht allzu viele Leben haben. Zwei Leben ist nicht ganz so viel, aber wir sind ein Ninja, uns kann sowieso nichts treffen. Moment, wir haben zwei Schlüssel. Ja, komm. Wir gehen rein. Was haben wir denn hier? Aha, zwei Schlüssel für eine Münze. Gebe ich immer gerne aus. Okay, hier ist nix. So, die sollten recht schnell sterben. Da haben wir unser blaues Herz. Nice, fühle ich mich wieder sicher. Gott. Wir müssen auch mal öfters unser Buch einsetzen, wenn es irgendwie knapp wird. Ich habe nur Angst, dass ich dann irgendwie in ein anderes Projekt hier reinfliege. Oh, ich weiche dem einen aus und fliege dann in ein anderes rein. Ich kann nicht mehr reden. So, hüpf darüber, Black Judas. Ach, Moment, hier waren wir schon. Okay. Aber ich finde es blöd, dass es keine Shops gibt in den ganzen Challenges. Weder goldenen Raum noch einen Shop. Das heißt, keine neuen Items. Na, eigentlich ist das gut. Weil ich beschwere mich ja sowieso immer, dass die Challenges viel zu... Oh nein. Sich immer viel zu verändern im Laufe der Zeit. Von daher ist das eigentlich ganz gut. Pheromone bringt uns jetzt nicht wirklich was. Und ich hätte gerne mal ein Lebensupgrade, um zu sehen, ob ich überhaupt rote Herzen haben kann. So. Aber ich vermute einfach mal nicht... Bombe. Moment, da hinten ist doch ein Shop. Nee, ist kein Shop. Das ist so ein Raum, wo man zwei Schlüssel braucht. Okay. So, bringt das was? Nö. Okay, nehmen wir unser Kate's Eye wieder mit. Das deckt uns wenigstens ab und zu mal die Karte auf oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck, da war unser Buch gut. Da war unser Buch gut eingesetzt. Ah, nein. Oh oh. Unsere schönen Leben. Oh Gott, wir brauchen nochmal irgendwie eine Boss of Steel-Pille. Okay, da haben wir zumindest den Boss. Ja, weiß ich nicht. Eineinhalb Leben? Okay. Ab geht's. Dark One. Hi. Wenigstens machen wir guten Schaden. Wir sind ein Ninja. Du kannst uns nicht treffen. Bist du auch ein Ninja? Der ist auch schwarz. Wow. Ninja gegen Ninja. Okay, wir werden ein bisschen schneller. Habe ich gar nichts gegen. Ayo Wizard ist jetzt nicht ganz so toll. Was haben wir hier? Zumindest zwei schwarze Herzen. Sharp Pluck brauchen wir jetzt nicht wirklich. So, ist die Frage. Wollen wir in den Stachelraum rein? Das kostet halt jedes Mal... Das kostet so viele Leben immer. Hm. Ein Leben weniger ist natürlich hart. Aber da kann wieder ein Katzen-Item drin sein. Bisher hatten wir ja... relativ viel Glück mit den Stachelräumen. Da hatten wir bisher zweimal Katzen-Items drin. Und wir sollten eigentlich alle Items mitnehmen, die wir so haben können. Das heißt, wir gehen da mal rein.
Nee, ich glaube, die Pille war nicht gut. Das war eine Pheromone-Pille. Wenn ich mich recht entsinne. Okay, das habe ich gehofft. 99 Schlüssel kaufen wir uns auf jeden Fall. Okay, Schlüsselprobleme haben wir nicht mehr. Und wir haben nur ein halbes Leben dafür verloren. Ein Challenge-Raum. Da können wir auf jeden Fall mal rüberhüpfen. Jo, machen wir. Schade. Das Gute ist, wenn man gerade in der Luft ist mit seinem Büchlein, dann können ein Projektile auch nicht treffen. Das heißt, man ist dann für kurze Zeit unantastbar. Wenn man quasi die ganze Zeit springt, dann gibt es nur so eine ganz kleine Zeit, wo die Gegner überhaupt einen treffen können. Ist also eigentlich ganz cool. Allerdings kann man halt auch nicht angreifen, wenn man die ganze Zeit springt. Das heißt, wenn man irgendwie einen Super Meat Boy oder so hätte, dann wäre das perfekt. Dann kann man einfach die ganze Zeit rumhüpfen und der Super Meat Boy macht das dann alles. Macht da die Arbeit. Ich glaube, wenn man die ganze Zeit rumhüpft, dann verliert man echt nur Leben beim Wiederaufkommen. Also wenn er genau was trifft, wenn man wieder aufkommt, dann ja, hat man Leben verloren. So, wir sind recht schnell unterwegs. Steps 1 schon und wir sehen, wo der Boss ist. Okay, bleibt das? Oh, das bleibt tatsächlich. Okay, das Trinket ist ja gar nicht mal so schlecht. Die Mütze holen wir uns. Meine Mütze. Gut. Lohnt sich das? Vielleicht. Na, eher nicht. Egal. So. Sterbt an meinen Schurikens. Sehr schön. Der Tod. Der Devil hat dann, glaube ich, Stärke gemacht. Und der Tod hat einfach nur für den einen Raum Schaden gemacht, oder? So war das doch. Ich glaube schon. Und wir können sogar durch die ganzen Sachen durchschießen. Das ist natürlich auch cool. Temperance können wir kurz mal in die Luft sprengen. In der Hoffnung, dass dann blaues Herz rauskommt. Leider nicht. Schade. Aber Münzen haben wir genug. Das heißt, dafür müssen wir das auf jeden Fall nicht einsetzen. Und Leben können wir nicht abgeben. Die brauchen wir. Okay, die hatten irgendwie ganz schön viele Leben. Das sieht so aus, als wenn hier der Supergeheimraum wäre. Schade. Schade. Okay. Hätte aber sein können. Sah auf jeden Fall. Wow, ein bisschen so aus. Hüpf. Das Buch ist wirklich voll gut. Das müssen wir mal öfters mitnehmen. Hui. Hui, hui, hui. Da. Guck, da hat er uns getroffen, weil wir kurz gelandet sind. Und er genau in uns drin stand. Das war nicht gut. Dabei hatten wir das Buch. Wir sind gesprungen. Uns kann nichts treffen, wenn wir springen. Oh Gott, nein. Warum so ein Raum? Stirb. Stirb. Stirb, bevor du uns triffst. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Gut. Schlüssel brauchen wir allerdings nicht mehr. Wenn wir irgendwie so einen Bettler finden würden, der Schlüssel haben möchte, das wäre auch ganz cool. Der kann uns aber ein Lebensupgrade geben oder so. Ja, wir haben noch gar kein Lebensupgrade bisher gefunden. Da sind wir gerade ein bisschen pechbelastet. Oh Gott, geh hier raus. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Wie sieht der kleine Ninja? Wie sieht der hüpfende Ninja des Weltenreichs? Oder so. Nein, Fliege! Warum? Warum? Tust du mir weh? Au! Ich bin doch ein Ninja! Nur eine Fliege kann mich aufhalten. Schon ein bisschen arm. Man konzentriert sich auf alle Gegner und dann kommt eine Fliege und tötet dich. Dab, dab, dab. Au. Okay, da haben wir unnötige Leben verloren, aber macht uns nichts, wir gehen trotzdem zum Boss. Der Krieg, okay, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall ein Cube of Meat. Oder halt einen Ball der Bandagen. Kannst mal wieder aufhören, danke. Und ja, jetzt können wir uns einfach hier reinpacken. Und hier kommt er gar nicht erst hin. Haha. Okay, Ball der Bandagen. Ist nett. Was haben wir da oben rechts noch? Eine Bombe, okay. Nehmen wir auch noch mit. Lass mich raus. Ja. Okay. Leider kein Angel oder Devil Room.
Ist ein bisschen schade, aber hätten wir uns wahrscheinlich eh nicht leisten können, weil das wieder blaue Herzen gekostet hätte. Und drei blaue Herzen können wir uns nicht leisten. Es sei denn, es wäre irgendwie eine Gabis Katze gewesen oder so. Oder irgendwas, was uns. Abaddon. Abaddon wäre ganz cool. Abaddon wäre echt ganz cool. So. In die Arke gehen wir auf jeden Fall mal rein. Lohnt sich leider nicht. Ja, gut, ganz viel Geld. Was will ich mit Geld? In Challenges gibt es ja nicht mal. Oh. Gibt es ja nicht mal eine Donation-Maschine. Ich habe die jetzt geöffnet, weil da ja auch manchmal Zeug drin ist. Hätte ja eventuell mit ein bisschen Glück ein blaues Herz drin sein können. Oh Gott, wieso kriegen wir hier so viel Geld? Wir werden ja richtig reich mit diesen Automaten. Komm schon, gib mir ein blaues Herz. Oder eine Fliege. Eine Pretty Flea. Ah, fast. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Oh. Okay. Okay. Nehme ich gerne mit. Aus dem Automaten? Okay, wir haben sogar zwei Striche. Geil. Trotz Sojamilch, einfach zwei Striche. Was bist du? Wahrscheinlich was Schlechtes? Nein? Okay, cool. Oho. Fliegen. Okay. Geil. Okay. Hä? Wir haben jetzt aus dem blöden Automaten einfach Quick its Head bekommen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber okay, habe ich nichts gegen. Nimm die Münze mit. Ninja Attack. Gut, wir wissen eigentlich, wo der Boss ist. Wir müssen hier eigentlich gar nicht so groß rumsuchen. Den Schlüssel brauchen wir zwar auch nicht, aber wir sind geizig. Wir sind schließlich der Schlüsselmaster. Das heißt, wir nehmen alle Schlüssel mit. Oh Gott, geht weg. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, Geist, sterbe, sterbe, bevor ich sterbe. Nein, ich hoffe, beide sind tot, danke. Da sind wir so gut die ganze Zeit ausgewichen und dann kommt da so ein blöder Geist an und trifft uns trotzdem. Zwei Leben, shit. Shit, 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 shit. Wir brauchen. Oh, okay. Nein. Okay, aber wir sehen jetzt endlich. Okay, wir können rote Herzen haben. That's good to know. Das ist ein Schild. Ein Schild ist eigentlich ganz schön cool. Nehme ich mal mit. Nehme ich mal mit. Blaues Herz, wir müssen nicht mal den Raum hier machen. Nice. Jetzt können wir da quasi rein. Ja, wir gehen einfach mal so da rein. Zwei rote Kisten. I can see forever. Und Butter Steel. Perfekt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich. Ja, da sind noch genug Räume. So, haben wir ein halbes Herz gespart. Und außerdem ist hier noch eine Batterie. Von daher, uns egal. So, was haben wir hier Schönes? Okay. Oh, ich dachte, ich. Okay. Ich dachte, ich hätte noch das Buch. Also das andere, das Jump-Buch. Das bringt uns eigentlich gar nichts, aber können wir trotzdem mal aufsammeln. Schade. Naja gut, ist hier vielleicht irgendwo ein blauer Stein? Nein. Okay, ich muss mich jetzt dran gewöhnen, dass ich nicht mehr mein Space-Item spamme. Ich glaube, ich will mein altes Buch wieder haben. Ja, ich hole mir mein altes Buch wieder. Sorry, ich will dieses. Oder? Weiß ich nicht. Eigentlich war das Buch sau cool. Aber so ein Schild ist halt auch sau geil. Okay, egal. Wir behalten erstmal unser Schild. Ich glaube, das Schild bringt uns später halt echt mehr. So, King Wu, stirb. Nein, au, nicht uns treffen. Hätten wir jetzt das Buch, dann hätten wir locker ausweichen können. Oh, ich vermisse mein Buch jetzt schon. Ich glaube, ich nehme das gleich wieder mit. Ja, ich nehme mein Buch auf jeden Fall wieder mit. Au. Oh Gott. Ich brauche mein Buch. Aber ich weiß nicht. Soll ich das Buch jetzt echt mitnehmen, dieses Jump-Buch?
Ich bin so unsicher. Wir schlafen einfach mal eine Nacht drüber. Los, lass mich schlafen. Wieso darf ich nicht schlafen? Was ist das? Blödes Bett. Kann man das eigentlich in die Luft sprengen? Nö. Wieso darf ich nicht schlafen? Uncool. Naja, gut, dann gehen wir halt Richtung Boss. Bitte nicht hüpfen. Ich kann nämlich nicht mehr hüpfen. Das wäre unfair. Gut, hallo Mutti. So, da haben wir ein Schild. Das ziemlich lange anhält. Und wir nehmen das mit. Dann gucken wir hier rein. Da haben wir Löwe. Nein. Achso doch, wir kommen darüber. Das ist die Frage, wollen wir das? Wollen wir darüber oder wollen wir noch ein paar Gegner besiegen? An sich haben wir ja genug Schaden. Ach komm, wir versuchen es mal. Sobald wir ein Leben verlieren, hauen wir hier ab. Aber eigentlich... Oh Gott! Tschüss. Da habe ich mich in die Ecke gezwängt. Mann, hätte ich jetzt nämlich dieses Jumpbuch wieder, dann wäre das einfach gewesen. Wie sehen wir denn aus? Ah, ich will mein Jumpbuch wieder haben. Oh Mann. Oh nee. Okay, ich sterb, weil ich mein Jumpbuch nicht mehr habe. Jesus. Kacke, ey. Jetzt bin ich kein echter Ninja mehr. Ach ja. Ist schon traurig. Zwei Leben. In einer Ebene, wo man ein Leben pro Treffer kriegt. Kann das Ding da oben mal sterben? Danke. Jetzt fühle ich mich gar nicht mehr sicher. Wir haben zwar die ganze Zeit schon so wenig Leben, aber eben hatten wir wenigstens noch unser cooles Buch. Mit dem wir allen ausweichen konnten. Ich glaube, das war keine gute Entscheidung, das nicht mehr mitzunehmen. So. Blaues Herz. Bitte, 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 bitte. Nein. Kein blaues Herz für uns. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht cool. Sterbt. Der gibt uns doch bestimmt ein blaues Herz, oder? Ah, so ein Bastard. Gibt uns nur ein rotes. Ah, komm schon. Gib mir blaue Herzen. Oder lass mich zum Boss. Oh, nee. Das war knapp. Hier ist hier vielleicht ein blauer Stein irgendwo. Ich hätte gern einen blauen Stein. Ah, ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Warum ist hier kein blauer Stein? Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, geh weg. Geh weg von mir. Ich will nichts von dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss halt auch aufpassen, dass ich nicht über die ganzen Steine laufe. War, glaube ich, nicht gut, dass wir den Löwen mitgenommen haben. Weil wenn wir darüber laufen, die können ja immer mal explodieren und dann macht das Schaden und Schaden ist doof. Sehen wir, wo der Boss ist? Nee. Pheromone, Bolzer Steel. Weiß man nicht, wahrscheinlich was Schlechtes. Range-Up ist nicht schlecht. Und eine Telepille. Okay. Das heißt, der Boss ist irgendwo hier links. Oh, da gibt's Leben. Wir haben Leben gefunden. Drei rote blaue Herzen. Nice. Gib mir die. Geil. Okay, das hat uns gerettet. War das Bolzer Steel? Nee, das war eine Telepille. Nice. Okay, da fühlen wir uns wieder sicher. Au. Und jetzt, wo wir uns sicher fühlen, dürfen wir auch wieder Leben verlieren. Merkt man richtig. Sobald ich mich ein bisschen sicherer fühle, spiele ich schlechter. Da muss man sich nicht mehr so konzentrieren. Ist eigentlich schlecht, oder? Ja. Zu siegessicher, der Dizzy. Zu siegessicher. Au. Nee. Wo ist denn jetzt bald der Boss? Ich will doch nur zum Boss und ihn töten.
Oh nein. Okay, gut, dass ich die getötet habe. Was haben wir hier Schönes? Oh. Oh, Krebs. I like Krebs. Nein, was? Was war da? Ah, blaues. Nein, nein, blödes rotes Feuer. Warum tust du mir weh? Oh Gott. Okay. Was haben wir hier? Are you wizard? Und Telepille. Wir nehmen mal die Hörner mit. Die Hörner sind. Nein, ich will die Hörner haben. Haben wir jetzt drei? Nee, haben wir nicht. Okay. Oder? Nee. Jetzt? Nö. Wann kriegen wir denn drei Striche? Da ist der Boss. Ich habe ihn gefunden. Oh Gott. Okay, wir haben eigentlich genug Leben dafür. Der Tod. Wir kriegen unseren zweiten Ball of Bandages. Ich setze mal mein Schild ein. So. Easy. Kriegen sogar unseren ersten Angel. Ne, unseren zweiten schon. Nehme ich mit. Nehme ich auch mit. Wir können fliegen. Haha. Hahaha. Gegen den Engel müssen wir gar nicht erst kämpfen, weil wüsste nicht wozu. Kylo. Wir können fliegen, Leute. Ja! Wie das aussieht. Unterer Teil ist so engelmäßig und oberer Teil ist einfach Teufel. Wir sind einfach ein Nephilim. Der heißt noch so, oder? Nephilim? Diese Viecher, die halb Dämonen, halb Engel sind. Ja, wir sind ein Nephilim. Das ist hier der Nephilim-Drache. Okay, wir machen aber guten Schaden. Nice. Dafür, dass wir nur zwei Striche haben, ist das echt vollkommen okay. Und wir machen noch ein bisschen mehr Schaden. Sind das jetzt recht? Yay, wir machen drei Striche Schaden. Und das mit einer Sojamilch. Geilo. I like that. Ach, wir können jetzt sogar fliegen. Oh. Oh. Dann brauchen wir jetzt echt unser Jump-Buch nicht mehr. Wenn wir jetzt schon fliegen können. Aber, und mit unserem Glückstein im Kopf können wir sowieso nicht mehr verlieren. So. Blub, 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 blub. Ich glaube. Ich glaube, dass hier der Geheimraum ist. Der super Geheimraum. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Oh. Ach stimmt, wir haben diese Liebestränen. Wegen unserer Ball of Bandages Frau. Bandage Girl heißt sie, genau, Bandage Girl. Wer meint Bandage Girl? Au! Ach du Kacke, ich hab mich voll erschrocken. Über der Bandage Girl Kopf. Alter! Das Fass hat mich voll erschrocken, was ist los? Okay, egal. Da sind Herzen, wir haben nicht mehr so viele Leben. Ich würde ganz gerne schnell mal zum Boss. Und hoffe, dass da dann noch Ende ist. Weil viel länger werde ich hier, glaube ich, nicht mehr überleben, mit so wenig Leben. Aber da ist der Boss. Werden wir sehen. Die letzten Male mussten wir ja, glaube ich, auch immer nur bis zu Isaacs, bis zu Mutters Herz. Da ist kein blauer Stein. Okay. Hey, da, it lives. Nein, nein, ey. Komm sofort wieder runter. Ich habe extra mein Schild eingesetzt. So, da ist er weg. Haben wir sie besiegt? Nein, wir müssen noch weiter. Verdammt. Oh nein, Spiel, warum? Ich habe nur vier Leben. Warum muss ich jetzt noch weiter? Da unten, ist das ein Stachelraum da unten? Ja, egal. Okay. Dann ab in die Kathedrale. Müssen wir dann gegen Isaac kämpfen oder wie? Das ist nicht cool. Der ist nicht cool. Ich hoffe dann bei Isaac ist wenigstens Schluss. Aber irgendwie klar, dass es noch weitergeht, weil wir halt so ein OP-Equipment von Anfang an hatten. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das einzige Gute ist, dass wir noch The Devil haben. So. Oh ja, den Schlüssel brauchten wir auf jeden Fall. Hilfe. Oh Gott. Ich sterbe. Ich sterbe an Shopkeepern. Ich sterbe halt wirklich an Shopkeepern. Oh Gott. Ja. Schade.
Hätte ja ruhig mal ein blaues Herz drin sein können. Bolz of Steel. Wie nice das ist. Immer wenn wir wenig Leben haben, finden wir einfach eine Bolz of Steel Pille. Ist nett. So. Oh Gott. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Bitte dich schießen. Ich hasse Projektile. Wir wissen halt nicht, wo der Boss ist. Aber wir machen Schaden. Und wir haben Schild. Der macht nix. Das ist nur Finte. Der hat auch nichts gemacht. Ein paar Bombis. Pum. Hier. Nix. Und eine Kiste. Mit nix. Brauchen wir auf jeden Fall nicht. Oh Gott. Nee. Oh. Da war das Auge weg. Hm. Oh, danke. Danke. Danke, dass du mir hier den Weg frei machst. So, was haben wir hier? Tour of Hearts. Okay, interessant. Was haben wir hier? Oh, die Revenge Fly. Die nehmen wir gerne mit. Sehr, sehr gerne sogar. Ach, der heißt Smart Fly. Der Text ist nur Revenge Fly. Okay. Wollen wir da rein, ist die Frage. Das wird uns ein ganzes Leben kosten. Das ist ganz schön teuer. Und ich hoffe einfach mal, dass es der richtige... Ich will da nicht lang, aber es ist eh der richtige Weg. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten, es geht hier lang? Nee, ich werde Leben verlieren, wenn ich da lang fliege. Naja, wir gehen erstmal den anderen Weg, auch wenn das wahrscheinlich der falsche ist. Das gefällt mir auch nicht. Blödes Feuer. Wie wir halt drei verschiedene Schüsse haben durch unsere ganzen Begleiter. Alles kaputt trampeln. Und hier geht's nicht weiter. Es war so klar, dass wir da links lang müssen. Verdammt. Jetzt ist die Frage, ob wir da unser Schild einsetzen, damit wir da kein Leben verlieren. Aber ist das Risiko, dass wir bei Isaac kein Schild mehr haben. Egal. Wir hatten nicht mein Leben verloren. Och man. Oh, ein Lebensupgrade, das nehmen wir mit. Das macht, glaube ich, auch noch ein Tiersub, oder? Das Ding. Ich glaube schon eine Telepille. Ja, eine Telepille hat eigentlich auch was. Dann könnten wir gleich in den Stachelraum eigentlich mal reingehen. Hm. Na ja, egal. Paul, kein blaues Herz. Schade. Gott, nein. Hatten wir die Pille schon? Eine weiße Pille? Eine weiß gefleckte Pille? Lack ab, okay. Okay. Da ist der Boss. Ich hoffe, der letzte Boss. Wir haben leider kein Schild. Doch, wir haben ein Schild. Wir haben ein Schild. Easy. Wir haben sogar... Yo, wir sind ein echter Beyblade. Wir sind ein Helikopter. Wie bescheuert sieht das denn aus? Wir heben ab. Wir heben ab. Das sieht ja sau nice aus. Jetzt sind wir ein echter Ninja. Das ist ja geil. Das Schlüsselschwert plus Lucky's Hörner. Alter, das brauchen wir öfters. Da kann man sich einfach die ganze Zeit drehen. Okay. Die Challenge fand ich witzig. Go Ninja. Ja, nette Challenge. Fand ich witzig. Knife in the Wound ist wahrscheinlich auch irgendwas mit dem Messer. Wird auf jeden Fall Sinn ergeben. Damit werde ich ja nicht spielen und die anderen muss ich mal gucken, welche ich davon spiele. Da würde ich aber trotzdem sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge, mit dieser Challenge. Und ich werde jetzt übrigens erstmal die Challenges hier machen und dann erst mit der God-Mode anfangen. Ich hatte zwar letztes Mal gesagt, dass ich voraus aufnehme die ganzen Challenges, mache ich aber irgendwie doch nicht, weil ich zu faul dazu bin. Und ja, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.